Enormer Druck für Damir Kanadi vor dem sonntäglichen Aufeinandertreffen mit Rapid, aber er war zuversichtlich, waren doch mit Netzer und Salomon zwei zuletzt gesperrte Spieler wieder mit dabei. Rapid mit 5 Siegen in der Liga in Serie, natürlich Favorit in der Cashpoint Arena, auch weil der letzte Auftritt gegen Mattersburg sehr souverän war. Und die Hütteldorfer beginnen auch sehr stark, gleich in der Anfangsphase die erste Möglichkeit. Florian Kainz mit der Prüfung für Martin Kobras, der hatte da gleich mal Probleme. Jelic kommt dann um den Tick zu spät. Keine Minute später, schon wieder Rapid. Tolle Einschussmöglichkeit für Steffen Hofmann und diesmal souverän Martin Kobras im Tor der Altacher. Zoran Barisic, Euphorieverbot hat er seinen Spielern erteilt. Nur die Partie in Altach war wichtig, nicht die Tabellensituation. Aber seine Mannschaft hat das auch sehr gut gemacht. In der Anfangsphase zahlreiche Möglichkeiten. Kainz auf Stangl, der haut den Ball drüber, aber dann doch eine sehr diskussionswürdige Szene hier noch einmal zu sehen. Der Einstieg von Ortiz eigentlich strafstoßwürdig. Was war mit den Altachern in der Offensive? Die erste nennenswerte Szene, dieser Freistoß von Ismail Tatschuri. Strebinger kann zur Ecke klären. Da waren schon 32 Minuten gespielt. Unangenehm, die Sonne stand tief zu diesem Zeitpunkt. Pausenstand 0-0. Damir Kanadis Miene zur Pause nicht mehr so gut gelaunt wie zu Beginn. Rapid hätte längst führen können. Dann gab es etwas Leerlauf zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Es dauert bis zur 64. Minute, ehe Rapid wieder gefährlich werden konnte. Steffen Hofmann uneigennützig in dieser Szene. Hätte vielleicht selbst abschließen können, hat sich dann aber für das Zuspiel in Richtung Jelic entschieden. Jetzt waren sie wieder da, die Gäste aus Wien. Gab weitere Möglichkeiten. 4 Minuten später diese Szene. Der unkoordinierte Rückpass von Salomon und dann der Patzer von Kobras. Direkt auf Jelic, ging beinahe ins Auge, war der einzige Fehler des Altach-Goalies, der ansonsten eine sehr starke Partie abliefern sollte. Etwas Glück für die Altacher in dieser Szene. Dann die Rapid-Viertelstunde, in der in dieser Saison schon 14 Tore und somit auch viele Entscheidungen gefallen sind. Eckball, Kainz, die 78. Minute und dann Stangl per Kopf. Sieht nicht allzu gefährlich aus, aber bei genauerem Hinsehen war das doch eine Top-Einschussmöglichkeit für Stefan Stangl. Völlig unbedrängt. Starke Schlussphase wieder der Gäste aus Hütteldorf. Zahlreiche Möglichkeiten noch in den letzten Minuten. Auch dieser Spielzug sehr stark eingeleitet durch Florian Kainz. Dann das Zusammenspiel mit dem eingewechselten Murk. Wieder Kainz, ansatzlos und extrem knapp am Tor von Martin Kobras vorbei. Altach sehr glücklich im Verlauf dieses Spiels. Es gab viele, viele Möglichkeiten für Rapid. Aber der Ball sollte einfach den Weg ins Tor nicht finden. Dann wieder Florian Kainz auf Jelic. Auch der völlig allein vor Kobras. Und der Altach-Keeper ein weiteres Mal Retter in höchster Not. 4 Minuten vor dem Ende diese Szene. Mate Jelic vom Pech verfolgt. Auch in der Nachspielzeit noch einmal Rapid. Der lange Pass in die Tiefe. Dann leitet Jelic ein, wird von Pavelic bedient, taucht plötzlich allein vor Martin Kobras auf und vergibt auch diese Chance. Noch immer stand die Null bei Altach. Da war viel Glück dabei, aber auch das Unvermögen von Rapid. Zoki Barisic nimmt zur Kenntnis, auch in dieser Szene kein Treffer. Daran ist Rapid diesmal gescheitert. Damir Kanadi dagegen wird durchschnaufen. Wichtiger Punkt im Abstiegskampf, auch wenn er glücklich war. Rapid dagegen muss die Tabellenführung wieder abgeben. Wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir haben über 90 Minuten dominiert, haben ein Powerplay aufgezogen, haben auf ein Tor gespielt. Wir haben irrsinnig viele Torchancen gehabt. Nicht nur der Mate Jelic, auch andere Spieler von uns. Und wir sind deshalb sehr, sehr unglücklich darüber, dass wir nur einen Punkt aus Vorarlberg entführen.